Das machst du doch ständig, Mann. Wieso machst du denn das? Nee, ich mach das gar nicht ständig. Im Kühlschrank, ich verstehe es nicht. Nein, das macht er nicht. Das machst du nicht. Kann? Leute, ganz kurz. Sorry, tut mir wirklich leid. Baby René, ich hab grad gesehen, jemand hat sich zu uns teleportiert. Oh, nee. Oh, ich bin schon wieder Crewmate. Macht mir gar keinen Spaß. Guck mal, ihr wisst schon, dass ihr damit mein Video jetzt auch kaputt macht, ne? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Premier-Kanal. Leute, heute gibt es ein richtig schönes Video. Ich freue mich, denn ich musste das Video ohne euch anfangen. Die erste Vorbereitung musste ich jetzt schon off-cam machen, weil es ging nicht anders, weil ich musste das schnell machen. Und zwar gibt es heute das Video 5 Arten, René und Claudio zu nerven. Ein bisschen so Gaming-Special, ne? Weil die beiden, wisst ihr, machen Zock mit mir und ich werde sie heute besonders im Bereich Gaming ein bisschen nerven. Und ich habe auch schon mit der ersten Aufgabe angefangen. Ich habe von beiden die Kameras versteckt. So, die beiden machen jetzt gerade Mittag, sind unten. Es ist ganz gut in der Küche, deswegen hatte ich auch die Möglichkeit, die Kameras zu holen, beziehungsweise Renés Kamera schon vorher. Und Claudios Studio ist ja nebenan, das heißt, das ging ganz schnell. Bei René musste ich ein bisschen vorsichtig sein. Aber die waren, wie gesagt, kurz draußen, machen jetzt unten Mittag. Jetzt warte ich nur darauf, bis der Erste kommt und mich fragt. Ja, und dann muss ich natürlich die Kamera rausholen, aber ich werde Ihnen jetzt nicht sagen, dass es um ein 5-Arten-Video geht. Also, pssst, okay, jetzt geht's los. Was hast du gerade gesagt? Wie jetzt? Ja, was hast du gerade gesagt? Hast du meine Kamera? Nein, habe ich nicht. Oder vielleicht doch? Ich sag dir was. Ich sag dir was. Vielleicht hat René sogar das gleiche Problem. Geh mal bitte einmal zu René und frag mal, ob er weiß, wo seine Kamera ist. René? Ja, frag ihn mal lieber. Okay, ich glaube, ihr habt beide das gleiche Problem. Okay, danke. Also, okay, danke. Als ob er mich nicht kennt. So, aber ich bin gespannt, wenn René gleich kommt. Vielleicht merken die schon. Wie gesagt, gleich gibt es eine kleine Hide-and-Seek-Challenge für euch. Und die werden die Kameras bestimmt nicht finden. Aber irgendwann werde ich das auflösen, weil ich muss ja auch das hier weitermachen. Aber dann werde ich sie weiter nerven. Also, es wird gut. Wer ist denn da? Kann es sein, dass du gerade bei mir unten warst? Gib doch einfach bitte die Kameras, bitte. Jetzt ernsthaft. Komm, wir wollen jetzt eigentlich aufnehmen, ne? Ach so, ihr wollt was aufnehmen? Ja. Was denn? Ja, wir wollen jetzt Roblox spielen, aber es geht halt nicht ohne Kameras. Ja, das stimmt wohl. Ja! Gute Sache, ihr spielt ja bei Roblox immer Hide-and-Seek-Challenges. Wie wär's? Weil ich habe jetzt auch was für euch vorbereitet. Ein kurzes Video für Spiel mit mehr Apps und Game-System. Nur ein kurzes Video. Und zwar ist das eine Hide-and-Seek-Challenge. Real-Life-Hide-and-Seek-Challenge. Also okay. Ihr müsst jetzt eure Kameras finden. Okay? Okay. Ja. Aber die können wir finden. Die sind hier irgendwo versteckt. Ja, wo sind die denn? Die sind auf dieser Etage. Etage. Ja. Ich suche dort drüben, René. Wo suchst du? Ich gehe dann in die Richtung. Okay, dann folge ich erstmal Claudio. Ja. Bei mir hast du die bestimmt nicht versteckt. Dann, ja, vielleicht. Irgendwo hier? Ja, komm, kurz vor der Aufnahme ist das doch drin. Ein bisschen Sport schadet nie. Ja. Ja, aber das machst du doch ständig, Mann. Wieso machst du denn das? Wieso nimmst du unsere Kameras? Nee, ich mach das gar nicht ständig. Ja, aber warum nimmst du denn die Kameras? Okay, such du mal weiter. Such du mal weiter. Ich geh mal zu René. René? Schon was gefunden? Nein. Mach mal das Licht an. Natürlich nicht. Natürlich nicht, sagt er. Ich hab hier schon alle Kästen rausgezogen. Habt ihr keine anderen Kameras gerade, oder? Ich hoffe, die. Komm, erzähl mal, wo sind die? Du hast die bestimmt in Müller noch versteckt. Nein, oder? Hör auf. Also ihr solltet vielleicht nochmal in der Cloud und bei Danja vielleicht vorbeischauen. Ob das stimmt, der Tipp? Ah, ich schau. Ist doch richtig cool. Ja, total cool. Ist ein kurzes Video, wirklich ganz kurz. Also viel habe ich da nicht vor. Seid ihr halt den Seek Challenge. Und auch nur eine Runde, ich habe ja nicht eure Mikrofone versteckt. Okay, also dann ist auch Ruhe. Letztendlich Roblox. Guck lieber, ich weiß nicht, ob Danja da ist. Danja? Nein, sie ist nicht da, okay. Aber vielleicht habe ich es ja trotzdem hier versteckt. Hier ist auch ein Tresor, ne? Weißt du? Ja. Nee, da schaue ich jetzt nicht nach. Na gut. Vielleicht ist deine Kamera auch da drin. Also ihr sucht jetzt schon seit etwa 2 Minuten. Okay, sucht mal weiter. Ich bin in meinem Studio. Also bei mir ist es auf jeden Fall nicht. Das kann ich versprechen. Hoch und heilig. Ich schau mal bei Claudio noch mal kurz. Claudio? Ich suche in meinem Studio. Ich dachte mir, vielleicht wärst du so klug. Also was heißt klug, aber... Nein, sucht weiter. Ich bin in meinem Studio so lange. Was heißt sucht weiter? Ja, sucht weiter. Oh, ist das schön. Ich warte so lange einfach ein bisschen. Ach so, ganz kurz nur, völlig unabhängig davon. Eine ganz liebe Zuschauerin hat Sammy gemalt und guck mal, wie süß. Hat jetzt einen Ehrenplatz hier bei mir im Studio. So! Claudio? René? Ja. Und? Wie weit seid ihr? Nicht weit. Ja. Oh, René ist schon mal in der guten Richtung. Hast du eine Mikrowelle versteckt oder was? Ja, schau mal rein. Nee. Nein? Nee. Ja, schaut mal weiter. Ja, schaut weiter. Im Kühlschrank, ich verstehe es nicht. Nein, das macht er nicht. Da brauchen wir. Also, das machst du nicht. Kann? Nein.
Gott sei Dank. Andere Sache, also ich wollte. Warte, ich wollte ein kurzes Video daraus machen. Wie wär's, wenn wir daraus eine 24-Stunden-Challenge machen und die einfach versucht, ohne Kamera aufzunehmen dann heute? Ja, total guter Plan. Ja, ihr könnt doch mit Mikro. Ich hab die Mikrofone da gelassen. Guck, ich zeig's kurz. Mit welcher Kamera sollen wir aufnehmen? Ja, ihr könnt ja heute ohne Kamera. Wir können ja 24 Stunden draus machen. Nein, ihr könnt nicht, ja jetzt erstmal aufnehmen. Ihr könnt ja jetzt erstmal aufnehmen und dann zwischendurch suchen. Und wenn ihr sie findet, dann könnt ihr natürlich mit Kamera aufnehmen. Guck mal, ihr wisst schon, dass ihr damit mein Video jetzt auch kaputt macht, ne? Ach, wir sind schuld. Ja, ist okay. Nein, ich hab's verstanden. Ist okay. Ich gebe euch jetzt eure Kamera. Ist okay. Wenn ihr mit mir nicht drehen wollt, ist in Ordnung. Hier, dann mach. Hier, nimm. Nimmt. Hier. Nimmt. Da. Ah. Ja, danke. Ja, seid ihr jetzt glücklich? Ja, natürlich. Ja, ja, okay, Leute, also, das war's. Es hätte eigentlich ein 24-Stunden-Video werden können, aber die beiden wollten es halt nicht. Dementsprechend ist okay, ne? Leute, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, danke. Aber das war's jetzt, oder? Also, du lässt uns jetzt in Ruhe. Ja, aber wir hätten noch ein bisschen länger machen können. Ja, aber wir also müssen jetzt drehen. Also wirklich jetzt kaum. Danke für die Challenge, aber wir müssen drehen. Ja, los, dann macht's. Okay, das hat schon mal sehr gut geklappt. Ich habe denen auch gesagt, dass ich ein bisschen genervt bin, ne, weil ich hatte mir vorgestellt, daraus so einen ganzen Tag zu machen. Aber gut, damit wissen sie auch, ich bin auch ein bisschen genervt. So, jetzt passiert Folgendes. Ich weiß, ne, die haben mir gesagt, die wollen aufnehmen und die sind jetzt auch schon im Discord-Channel drin, ne, wo ich auch bin. Ich zeig's mal kurz. So. Da kann ich ja auch rein. Ich weiß, dass sie auch einen anderen Discord-Channel haben und ich werde sie dazu bringen, wahrscheinlich diesen Discord-Channel zu verlassen und auf einen anderen zu gehen, weil ich werde sie jetzt in der Aufnahme stören. Erst bei Discord und wenn das vorbei ist, dann gehe ich ins Spiel rein, weil ich sehe ja, was sie spielen bei Roblox und dann werde ich sie da stören. Deswegen, jetzt kommt 2 und 3, ne? Art Nummer 2 und 3. Viel Spaß! Wir hören jetzt mal in den Discord-Channel rein, weil... Also man kann sie jetzt, ich kann sie jetzt nicht hören, weil ich selber nicht im Discord-Channel bin. Deswegen muss ich jetzt zwischendurch rein hören und gucken, ob sie schon im Spiel sind oder nicht. Also sie sind auf jeden Fall schon bei Roblox, aber ich weiß noch nicht, ob sie mit der Aufnahme angefangen haben. Deswegen, René, Claudio, ich wollte mich nur kurz nochmal entschuldigen für die Sache eben. Wir sind gerade in der Aufnahme, aber alles gut. Achso, ja, sorry. Also wie gesagt, das Video hat auch so geklappt. Ich würde euch dann Bescheid geben, wann es online geht und... dementsprechend dann. Also nochmal sorry, ne? Also ist nicht schlimm. Es hat soweit geklappt. Ist so gekannt. Ja, aber danke, okay. Aber es ist nicht von dir. Okay, ich bin wieder raus. Ja, okay. Davon träumen die, dass ich raus bin. Ich warte jetzt ein paar Sekunden. Leute, ganz kurz, sorry, tut mir wirklich leid, aber ist mit den Kameras soweit alles okay oder gab es da noch ein Problem? Ja, ja. Nee, Kahn, alles gut mit den Kameras. Du hast jetzt wieder die Aufnahme gestört. Wir sind immer noch in der Aufnahme. Ich bin ab jetzt. Ja, sorry, ja, tut mir leid, ja, klar. Ich muss auch ein bisschen leiser sein, weil Claudio ist drüben. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir richtig leid. Es tut mir wirklich leid, aber ich wollte unten noch was essen. Wisst ihr, ob noch was da war oder sind die Nudeln jetzt schon alle weg? Ist noch was da. Kann. Ja, ja. Du kannst doch einfach schauen gehen. Ja, tut mir leid, aber ich wollte jetzt nicht umsonst nach unten wegen Eva, falls sie dreht oder sowas. Also sorry, ja. Ja, sorry, ihr habt recht. Ihr habt recht. Wenn du sowieso essen gehen willst, dann musst du nach unten gehen. Ihr habt recht, ja. Sorry, tut mir leid. Also ihr müsst wissen, für alle, die Discord nicht kennen, wenn man nicht im Voice-Channel drin ist, können die mich nicht hören und ich höre die auch nicht. René, Claudio, wir haben ein kleines Problem, Ja, vor der Tür ist gerade DHL, ein Paket. Hat jemand was von euch bestellt? Keiner hat von uns was bestellt. Nein, wir haben nichts bestellt. Du hast jetzt die Aufnahme zum vierten Mal gestört. Ja, es tut mir leid, aber das war jetzt gerade wirklich dringend. Ja, aber das kann ich auch warten bis nach der Aufnahme, oder? Ja, ihr habt recht. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, okay. Okay, jetzt wird es Zeit für Nummer 3. Wir gehen jetzt bei Roblox Dopamin rein. Ich kann hier über Freunde gucken gerade. Baby René, ich habe gerade gesehen, jemand hat sich zu uns teleportiert. Oh nee. Kahn, wieso denn? Ist das Baby Kahn? Das ist Baby Kahn. Ey. Was will der denn jetzt? Der weiß doch, dass wir zu zweit aufnehmen. Hey! Hi, Baby Kahn. Hey. Du weißt schon, dass wir heute zu zweit aufnehmen wollten, ne? Ach so, das wusste ich gar nicht. Also, ich wollte eigentlich nur fragen, ob ihr zusammen mit mir auf den Spielplatz kommen wollt. Nicht wirklich. Wir wollten jetzt eigentlich zu zweit hier was machen. Okay, was denn? Kann ich mitmachen? Nee, wir wollten eigentlich den Moment. Nee. Ja, weißt du was, Baby Kahn? Komm mal her. So, was? Du kannst hier. Moment. Du kannst. Oh, ich muss schon wieder weg. Tschüss! Okay. Das gibt's ja nicht. Ja, Baby René, mir reicht's. Okay, das war bisher noch nicht so ganz erfolgreich. Vielleicht machen wir was anderes. Ja, ich weiß was. Ich fahre jetzt die ganze Zeit mit dem Auto. Ich überfahre die jetzt die ganze Zeit oder versuche sie zu überfahren. Ey, was will der denn jetzt hier?
Ja, ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir rausgehen. Quitten, oder? Ja, ist quitte. Egal. Das stört euch doch nicht, wenn ich da durchfahre, oder? Dann ist okay, wir spielen nicht mehr weiter. Ist okay. Wir gehen einfach auf einen anderen Server, dann ja. alles gut. Sorry, das muss. Leute, sorry, tut mir leid, ich wusste das nicht. Ja, ja, ja. Ciao. Ist schon okay. Das war richtig schön. Dann gehen wir nochmal kurz zu Claudio. Das wird jetzt Nummer 4. Jetzt platze ich in das Studio von dir. Hey, sorry, tut mir leid. Also, tut mir echt leid. Was meinst du? Also, ich wollte euch nicht in der Aufnahme stören oder so, ne? Ja, hast du nur leider 4-mal gemacht, aber... Ja, wir haben jetzt... Ja, aber ich dachte, vielleicht ist das eine gute Videoidee oder so. Ja, aber was wolltest du da machen? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, vielleicht können wir spontan irgendwas machen oder ja, so, aber ihr seid ja nicht drauf. Ja, oh, du ja okay. Ja, sorry, ihr seid wieder in der Aufnahme, ne? Ja. Okay, alles klar. Lass die Kamera. René, Moment, Kahn ist da. Also wenn ihr wollt, können wir gleich dann gemeinsam was aufnehmen. Among Us oder so. Hörst du zu, René? Also wir können gleich Among Us aufnehmen, wenn ihr wollt. Ja. Hast du eigentlich, ist das aus diesem Fortnite Adventskalender? Ja. Krass, hast du One Piece auch geguckt früher, oder? Ja, ich habe One Piece früher auch geguckt, Kahn? Ja. Achso, wollt ihr jetzt aufnehmen? Siehst du die zwei Sachen? Achso, sorry. Das Licht da und... Kahn? Ja, sorry. Also du siehst ja den roten Punkt, oder? Ja, okay. Kann ich mir die Chips nehmen? Oder? Ja, nimm eine mit. Nein. Das war's. Mehr will ich nicht. Danke, Kahn. Kein Problem. Ja. Kann ich mir noch ein paar nehmen? Kahn. Nimm alle. Warum? Lass mich doch. Ja, nimm alle. Nein, jetzt vielleicht wird's ja zwischendurch auch. Nee, ich möchte keine. Ja. Nee. Ja, okay. Es ist in Ordnung. Gehen wir einmal zu René nach unten und stören ihn auch nochmal. Oder? René? Ja. Seid ihr noch immer noch in der Aufnahme? Ja, klar. Hast du das nicht gerade gesehen? Achso, ich dachte, Claudio macht das alleine. Nein, hast du auch Facecam? Ja, klar. Achso, ja, schon wegen der Kamera, ne? Ja. Ich wollte fragen, wann wir mit Among Us anfangen wollen. Ja, nachher irgendwann. Okay. Ja, ich dachte, wir fangen gleich an, deswegen. Ja, aber können wir das nicht nachher machen? Ja, okay, sorry, ja. Warte, du hast die Lichter angelassen. Soll ich ausmachen, oder? Achso, ja, danke. Oder soll ich lieber an? Ja, lass ruhig an. Oder aus. Aber aus, finde ich, sieht besser aus. Kann ich kurz gucken, wie sieht's denn aus? Ja, sieht gut aus. Warte. Ja, okay. Kann ruhig so. Aber man sieht keinen großen Unterschied, ne? Ja, aber soll man... Hast du die Kamera damit verbunden? Ja, genau. Aber sollen wir da nicht nachher drüber sprechen? Wir nehmen jetzt auf. Alles gut. Okay. Aber danke. Passt schon. Kannst du jetzt ausmachen, oder? Nein, passt so. Okay, alles gut. Klar. Ey, warte mal, jetzt kommt hier schon wieder jemand rein. Ganz kurz, René. Ja. Sag mal. Also ich wollte noch eine Tischtennis-Challenge machen später. Ja, aber nachher vielleicht, aber ich habe doch gerade gesagt, wir sind noch hier in der Aufnahme. Ja, aber guck mal, warte, da gucken wir das auf der Kamera. Ja, das ist toll. So, Ball, das doch, Mann. Ja, Ball ist rausgeflogen so. Hey, dein Ernst? Ja, wir wollen jetzt hier spielen. Guck mal, ich will nur eine Challenge vorbereiten und du übertreibst es wieder so. Ja, aber wir wollen hier gerade aufnehmen. Hast du das Schild vorne auf der Tür gesehen? Da steht nicht stören, bitte. Ja, ich kann nicht so gut Englisch. Wusstest du eigentlich, dass wir eine eigene Knete haben? Ja, das wusste ich. Toll. Ja, das war jetzt extra, weil du das bei mir gemacht hast. Okay, sagt ihr mir jetzt aber Bescheid, ob wir morgen spielen, oder? Ja, wir spielen in 2 Stunden, okay? Und bis dahin kein Wort mehr. In 2 Stunden habe ich vielleicht aber keine Zeit. Ja, dann in 3 Stunden. Aber sagen wir einfach, 2 Stunden lang sprechen wir jetzt gar nicht mehr mit. Okay, alles klar. Kein Reinkommen mehr, kein nix, okay? Und der Vorteil daran ist jetzt auch, also ich weiß ja, dass Claudio und René auch in der Aufnahme sind und wenn dieses Video vorbei ist, hoffentlich, stellen sie mir diese Aufnahmen noch zur Verfügung. Also falls ihr das gerade gesehen habt, ist wieder alles gut, ne? Weil hier könnt ihr ja nicht so viel sehen mit der Kamera, weil ich will die auch nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Okay, Leute, also ich habe sie jetzt dazu gezwungen, dass wir jetzt Among Us spielen, weil, also nach ihrer Aufnahme und nicht in 2-3 Stunden, weil ich gleich weg muss. Und die meinten, okay, dann schieben wir das jetzt zwischen. Sie sind auch ein bisschen genervt, das merke ich. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig genervt. Keine Sorge, wir werden danach noch Among Us aufnehmen, also eine richtige Folge. Aber für dieses Video werde ich jetzt nicht mitmachen. So, ich bin die beleidigte Leberwurst. Das wird witzig, sage ich euch. Ja, sorry nochmal wegen dem, was heute so ein bisschen passiert ist, aber ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Hey Leute! Was geht?
Herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Zock mit mir, mit René und Claudio und Kahn. Hallöchen! Hallo! Na, alles klar bei euch? Ja, und alles bei dir? Ja, alles gut. Okay, super. Ich habe auf Public gestellt und dann warten wir, bis die Leute jetzt joinen. Okay, haben wir irgendeine Challenge oder machen wir ganz normal? Nee, wir spielen heute einfach ganz normal Among Us. Okay, alles klar. Ja, worauf hast du denn Lust? Imposter oder Crewmate heute tatsächlich? Ja, beides. Also wäre eigentlich ganz cool. Beides ist cool, oder? Ja. Okay, soll ich starten? Ja. Sehr gut, los geht's. Auf geht's. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, okay. Ich bin Crewmate und darauf habe ich eigentlich keine Lust. Deswegen werde ich jetzt auch das Spiel, auch wenn ich Imposter wäre, würde ich jetzt, deswegen gehe ich jetzt auch raus. Kahn left the game. Okay. Kahn? Kahn? Ja. Kann das sein, dass du rausgeflogen bist? Oh, ja, und ich kann jetzt auch für 15 Minuten in kein Spiel rein. Wieso kannst du für... Okay. Moment, warte, nee, 15 Minuten kann nicht sein, dann musst du rausgegangen. Ja, ich bin auch rausgegangen, weil, also, ich wollte eigentlich Imposter sein und ich war Crewmate. Deswegen, ich wollte für die erste Runde halt, dass es fürs Video spannend ist, wisst ihr? Das ist nie dein Ernst, oder? Ja, aber es soll ja fürs Video auch spannend sein, also... Ja, aber manche müssen ja auch Crewmate sein. Ja, aber gut, ich wollte halt Imposter sein jetzt die erste Runde und das wäre jetzt ein bisschen fail gewesen, wenn ich jetzt nicht Imposter wäre. Kahn, du bist doch jetzt nicht wirklich rausgegangen, weil du nicht Imposter warst. Ja, sorry, aber was soll ich machen? Das wäre halt ziemlich langweilig gewesen fürs Video. Aber Kahn, wir müssen jetzt 15 Minuten warten, musst du wieder reinkommst oder wie? Ja, ihr könnt ja die erste Runde starten. Ich hab das Video mit dir geplant. Ja, ich kann ja gleich einsteigen, ihr könnt ja die erste Runde ohne mich machen. Okay, ich mute mich mal dann, ne? Ja, mach das. Okay. Ich bin gemutet, das heißt, mich kann man nicht hören, das ist gut. Ich bin jetzt noch für 11 Minuten bin ich noch gesperrt. Das heißt, die können jetzt erstmal eine Runde noch machen und dann werde ich das Gleiche nochmal machen. Und dann werde ich gucken, wie sie reagieren und dann werde ich das auch auflösen. Aber es ist bisher sehr gut gelaufen, muss ich sagen. Sie sind echt genervt und das freut mich. Das Gute ist, dass ich das bei René noch nie wirklich gemacht habe, bei Claudio hier und da vielleicht schon, aber der kann mich halt nicht so gut einschätzen, vielleicht was das angeht. Wir warten jetzt ein paar Minuten. Und dann sehen wir uns gleich. Okay, ist eure Runde vorbei? Ja, wir sind gerade nach Runde. Derselbe Code, wenn du reinkommen willst. Ah, okay. Gut, ich bin da. Perfekt. Na gut, es geht los. Okay, los geht's. So, okay. Dann können wir endlich anfangen. Gut, bis gleich. Bis gleich. Wir können ganz bestimmt nicht anfangen. Oh, ich bin schon wieder Crewmate. Macht mir gar keinen Spaß. Warte mal. Kahn ist schon wieder rausgegangen oder rausgeflogen? Warte, Kahn? Ich trau mich gar nicht mehr in Discord reinzugehen. Kahn? Ja, hi. Ist bei dir Internet ausgefallen? Nee, ich bin rausgegangen. Was? Ja, ich war halt... schon wieder deshalb, oder? Ja, aber ich war wieder Crewmate, das ist doch langweilig. Ist das dein Kahn, Ernst? Ich bin auch Crewmate, was soll ich da machen? Aber das gehört doch zum Spiel, dass wir Crewmates sind. Okay, ja gut, okay, beim nächsten Mal versprochen. 20 Minuten brauche ich noch. Wie, du bist ja, wieder für 20 Minuten gesperrt? Du wieder 20 Minuten warten, oder was? Ja, 20 Minuten bin ich gesperrt jetzt. Ja, aber wieso machst du denn sowas? Ja, zockt ihr eine Runde, ich komm... Oder wenn ihr wollt, können wir das auf morgen verschieben. Ja, wir müssen es auf morgen verschieben. Ich meine, du gehst ja nicht ständig raus. Ja, ich weiß, habt ihr recht. Ja, sorry, aber ich wollte halt Imposter für die erste Runde sein. Dann hätten wir auch einen coolen Titel und so. Ja, wir wollen alle ja gerne Imposter sein, aber gehen ja trotzdem nicht raus, deswegen. Ja, okay, dann spielt erstmal alleine. Okay, ich bin aus dem Discord raus. Oh, ich liebe das. Das war so gut. Das war so gut. So, ich gehe jetzt mal zu Claudio. Ja? Kahn? Ja? Kannst du René sagen, dass er einmal zu mir ins Studio mit dir kommen soll? René, wie sollen beide in sein Studio kommen? Ich möchte was mit euch klären. Klären? Ja, klären. Kommt einfach. Ja, wir kommen. Bitte einmal kurz unterbrechen, das ist wichtig. Ja, wir haben sowieso unterbrochen. So. Ja. Hau raus. Wie war's heute so? Ja, Kahn. Besonders nach dem Mittag. Nach dem Hide and Seek. Kahn, ich mag dich sehr. Du weißt das, ne? Aber heute. Wie war's? Seid mal ehrlich. Geht so, ne? Ja, jetzt sei mal ehrlich. Nicht ganz so lustig. Sei mal ehrlich. Ja, also, okay, gut, ist okay. Ich hab's geschafft, das hat mir gereicht. Ich löse es auch, okay? Also, hab folgendes. Also, das ist das Video 5 Arten, René und Claudio zu nerven. Das war so klar. Ja, ja gut, okay, angefangen hat es mit dem Hide and Seek. Danach war Nummer 2 schön in Discord-Channel rein. Oh. Nummer 3 bei Adopt Me rein. 4 war in eure Studios zu kommen und euch ständig zu nerven. Also, spätestens das da. War auch schon. Ich konnte halt keine Kamera mitnehmen, das war das Problem. Und 5 war die Among Us-Runde. Das war wirklich der Höhepunkt. Wirklich, bei Among Us rauszugehen am Anfang, das ist wirklich, dann ist auch alles vorbei. Dann. Und deswegen stelle ich euch jetzt natürlich die Frage, ihr habt das ja aufgenommen alles, ne? Also es war ja in euren Aufnahmen. Ja. Es wäre ganz cool, falls ihr das jetzt hier sehen könnt, dann hat es geklappt. Dürfen wir die Aufnahmen vielleicht auch benutzen? Ja.
Müssen wir, glaube ich, sogar. Ja. Aber gut, genau das war mein Plan. Und genau der hat auch geklappt. Ich habe auch schon gesagt, so Claudio kennt das eigentlich von mir. René, du natürlich auch, aber du warst noch nie so wirklich involviert, deswegen. Ich habe bisher immer Glück gehabt. Aber ich meine, ihr kennt mich ja mittlerweile. Ab einem gewissen Punkt muss man schon denken, okay, ist das jetzt echt oder ist das wieder für ein Video? Na gut, aber du hast es gut gespielt. Weißt du, warum du das gut gespielt hast? Du hast uns im Discord genervt, dann bist du bei mir reinkommen und sagst, sorry. Ich weiß. Das war gut. Ja. Da ist man schon irritiert, dass du... Alles von der Freunde, WG und Familie Zufall. War alles da gelernt. Leute, wenn ihr Spaß hattet, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Die beiden hatten, glaube ich, nicht so viel Spaß, aber... Na gut, vielleicht gibt es ja auch eine Revanche. Ne? Vielleicht könnt ihr euch auf mal, jeden Fall. Vielleicht könnt ihr euch mal was einfallen lassen. Ja, ja gut, macht ruhig. Ja, ja, bis Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.